Mickey Mouse. Nein. Ja, Mickey Mouse ist weg. Echt? Ja, ich habe wieder 144p. Die Grafik ist doch gut für so ein Spiel. Achso. Ich komme gleich rauf und reiß dich in Stücke. Ich gucke dir nebenbei zu, ja? Wieso fragst du? So, nee, ich gucke auch. Ich habe beides gerade vor mir, deswegen. Tja.
Tablet und Handy? Tablet und Laptop? Wie immer. Bin ich. Das ist nicht gut. Das sind die Wände. Nichts hier weg.
habe cool aus mit der Axt. Sieht cool aus mit der Axt bzw. Sense. Sense, ja. Das ist der Dante. Wie Inuyasha.
schon, ihr Dreckstücke. Nee, das Internet war weg.
Lilly! Lilly! Muss ich erst böse werden? Schlagen Sie auf den Boden auf. Ich renne schon. Nee. Blö. Die Polizei hat erste Bilder von dem Terroristen veröffentlicht, der für den Anschlag auf die Kirche der heiligen Agaris verantwortlich ist. Sein Name lautet Dante. Der Nachrichtensprecher, oder was? Merken Sie sich dieses Gesicht. Wenn Sie ihn sehen, informieren Sie die Polizei umgehend. Aber halten Sie sich fern von ihm. Er hat eine gewalttätige Geschichte und ist ein sexuell Perverser. Bob Barbers vom Raptor News Network. Ich verrichte Gottes Werk. Der Echte? Na. Das war ja klar. Um was geht's dann, der Story? Hier geht's lang, glaube ich. Du hast gesagt, du warst hier schon mal. Ja, aber das ist viele Jahre her. Ich befand mich außerhalb meines Körpers. Du bist als Geist herumgeflogen. Ja, im Limbus. Vajra sagt, ich könnte so gut spionieren, aber ich kann es nicht kontrolliert auslösen. Also, was hast du damals gemacht? Die Albträume wurden durch ein intensives psychisches Trauma verursacht. Ja. Was sind die Albträume? Vorbei, da sind sie. Oh. Sobald
Sobald du im Limbus bist, musst du nur deinen Schritten zurück zur Mixanlage folgen. Sollte kein Problem sein. Vielleicht, aber die Dämonen können dich möglicherweise wahrnehmen, wenn du im Limbus bist. Also pass auf. Und wenn ich die Mixanlage erreicht habe? Kannst du tief in die Fabrik hinabsteigen. Und mir einen Succubus töten. Okay, hier ist er. Das ist eine Tür. Musst du die nicht upgraden? Geht zur Mixanlage. Wenn die eine Schwäche dafür haben, beziehungsweise Fans. Thank you.
wieso eine neue Gem? Nein. So schwer? Oder Leute zu doof? Was für ein Challenge? Ja, glaube ich. Hallo? Hallo? Ja, stimmt. Thank you.
viel. Nicht viel. Nö, das war ein grünes Stück, was da gerade rot war. Ja, die wird okay. Aua! Das sah böse aus. Doch, ja. Ja, meistens. Bei Zelda gibt es ja den hellen Modus, wo du keine Herzen findest. Sackgasse. Wo zur Hölle ist die Mixanlage? Ja klar. Hast du den Zuschauer außer mir? Ach so, also kannst du gar keine haben. Oh süß. Ich hätte aber über Steam doch auch zugucken können.
Menschen sind der größte Verlierer im Limbus. Welcher von euch Fettärschen will der größte Verlierer im Limbus werden? Thank you.
hast gewonnen. Ich habe eine Leute gesagt. Mehr habe ich nicht gesagt. Nee. Nicht gut. Ich sollte mich beeilen. Thank you.
Wieso? Oh, stinkt ja grässlich. Im Pool? Auf dem See einer Ente, hä? Geht das? Also du bist wohl die geheime Zutat. Das ist in dem Spiel drin, eine Plastikente. Bin deine Verabredung, du hässliches Stück Scheiße. Ach so. Au. So, Koko. Übrigens, mein Name ist Dante. Dante? Sohn des Sparda? Und Eva der Hure? Ja, aber nenn mich einfach Dante, der Dämonentöter. Klingt doch gut, oder etwa nicht? Du willst mich töten? Du kannst mich nicht töten. Ich bin 1200 Jahre alt. Dabei siehst du gerade mal nach 12.000 aus. Fick dich! Fick dich! Fick dich! Scheiße!
abserviert. Bist komplett durchgedreht. Sein Blut zusammen gestorben. Ich höre das nicht. Ich habe keinen Ton. Nee, also mich selber höre ich, aber den Spielton höre ich nicht. Ich habe schon noch fast doch ganz laut. Ich höre mich ja selbst als Echo. Aber das Spiel nicht. Och nee. Wer von euch wählen war das?
Jetzt habe ich Sound. Klasse. Weiß ich jetzt einfach. Kann ich die nicht beantworten? Ich habe nichts gemacht. Nee, eigentlich nicht. Du hast Verbrechen gegen den Heiligen Orden der Dämonen begangen. Du verrichtest Gottes Werk, was, Bob? Sofort hier raus. Wird mit 100 Jahren schwerer. Arme Schweine.
geh schon, verschwinde! Oh, super! Hier kommt Mami! Voll mir schlecht aus, den Anruf beendet. Komisch. Das habe ich nicht gehört. Interessant, ja. Ich habe halt nicht viel von der Story halt jetzt, aber sonst, es sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Du musst von allen Gedanken gereinigt werden, um dich deinem glorreichen Gott und Meister zu fügen. Das ist cool, ja. Ja, klar. Ach, sind die fortlaufend so gesehen, die spielen noch hinter Stout. Nee. Gibt's verschiedene Formen oder? Mit 100 Jahren schwerer Qual bestraft.
Geht's abwärts? Klasse. Gleich hab ich dich, Bob. Wow! Verdammt, was ist denn da los?
weiß, dass du da bist. Ich kann dich spüren. Wer ist das? Ich werde dich aufschlitzen. Leg den Stock hin. Ich werde dir nichts tun. Außer du gibst mir einen Grund. Bist du auch ein Gefangener von Mundus? Nein. Ich komme von oben. Kannst du mir sagen, wie ich zu dem Turm gelange? Zum Turm? Warum? Diese fliegen. Jetzt danke! Mach schon! Folge ihm! Finde ihn jetzt! So ist gut. Wo geht's lang? Du kleiner Mistkerl! Da seid ihr. Wow! Fliegende Mistkerle. Willst du spielen, was? Ja, ich bin noch da. So. Ich guck jetzt schon. Nee.
es sein. Warum mache ich für einen alten Dämon all diese Arbeit? Oh, richtig. Deshalb. Ich hab's. Das muss das Auge sein. Ein Hinterhalt. Verfickte Fliegeviecher.
Ja, ist gut. Der eine hat wirklich nicht viel gemacht. Ja, ist doch voll böse. Sie selbst. Ein Auge. Du hast es. Hast du es? Ich kann sehen. Ich kann sehen. Mich? Nein. Ich kannte deinen Vater, Spada. Du siehst ihm ähnlich. Spada war ein Dämon. Ich sehe ihm nicht ähnlich. Nein, natürlich. Du bist ein Nephilim. Auch das sehe ich. Was bist du? Phineas. Gelehrter. Erfinder, Prophet. Dämon. Bis du kamst, auch Gefangener von Mundus. Ich danke dir. Es war kein Gefallen. Du hast gesagt, du bringst mich zum Turm. Natürlich, mein Freund. Natürlich. Wie lange warst du blind an diesem Ort eingesperrt? Hunderte Jahre. Bist du sicher, du kennst dich hier aus? Wie meine eigene Westentasche. Hey, hey, hey! Pass doch auf! Ganz vergessen. Wir sehen die Dinge etwas unterschiedlich. Die Dinge unterschiedlich zu betrachten, öffnet neue Wege. Was meinst du? Du siehst in mir nur Böses, weil ich ein Dämon bin. Sei nicht so engstirnig. Es ist alles eine Frage der Perspektive. Wie ich schon sagte, wir sehen die Dinge unterschiedlich. Wir treffen uns voraus. Ich muss dir was zeigen.
2013. Geht ja, so alt ist es ja dann nicht. 5 Jahre. Keine Ahnung, ich habe sowas nie besessen. Liebling. Ich war mein Leben lang Nintendo treu. Ich hatte damals die Wahl, also zu Ostern, was weiß ich wann, haben meine Eltern mich gefragt, willst du eine PlayStation 2 oder eine GameCube? Ich habe mich für die GameCube entschieden. Ja. Kannte ich nicht, hatte eine PlayStation irgendwie was besessen, etc. Ja, ich hab's, glaube ich, gerade echt nicht gesehen. Wieso? So, nur bei mir springst du gerade noch ganz akkurat. Richtig. Asiel hat den Schlüssel. Okay. Oh, das ist bestimmt 10-mal schwerer. Thank you.
Ordnung. Schauen wir, was passiert. Dante, du bist hier, weil ich dich nicht beschützen konnte. Es tut mir wirklich leid. Dein Vater... Okay. Im Krieg versucht man den Feind zu täuschen und du wurdest getäuscht. Deine Vergangenheit wurde nicht ohne Grund verschleiert. Dante. Oh, richtig, der Turm. Auf dem Weg. Thank you.
Schreiende Mama? Ach so.
Lol, haben die Kettensägen? Krass. Sorry. Das war meine Schuld.
Absoluter Wahnsinn. Geil. Du übertreibst mal wieder. Ich eigne mich nicht mehr für Gewalt. Okay. Tja, Bildschirm drehen hat auch nicht. Okay. Okay.
erschreckende Aufnahmen vom Pier, die den Terroristen zeigen, der uns als Dante bekannt ist. Also, was wissen wir über diesen Dante? Einige Leute haben sich an die Öffentlichkeit gewandt und die Ermittler haben seine erschreckende Vergangenheit voller Gewalt aufgedeckt. Als er gerade einmal 8 Jahre alt war, tötete er die oberste Schwester des St. Lamia Waisenhauses. Bekannte der Frau beschreiben sie als freundliche alte Dame, die sich mit Freude um Kinder gekümmert hatte. Zwischen 11 und 15 Jahren brach er 8-mal aus Jugendhaftanstalten aus, wobei er häufig brutale und schandhafte Angriffe auf das pflichtbewusste Aufsichtspersonal startete. Im Alter von 16 und 17 war er in Banden, handelte mit Drogen und soll mehr als 12 Leute getötet haben. Und noch viel schlimmer, er trieb sich durch die zwielichtigen Bereiche der Stadt und verbreitete schmutzige Geschlechtskrankheiten unter der Bevölkerung. Und sind das nicht die besten, Bob? Herausgestellt, dass Dante Teil einer terroristischen Gruppierung ist, die der Orden genannt wird. Ich habe eine Nachricht für diesen Orden. Die ganze Welt sucht nach euch. Jede Kamera an jeder Straßenecke, jeder Polizeibeamte im Land, in der ganzen Welt. Wir werden euch finden. Wir werden euch vernichten. News Network. Ich verrichte nur Gottes Werk. Ich unterbreche diese Sendung mit wichtigen Neuigkeiten. Fickt euch! Ihr seid umzingelt! Ihr alle! Wir werden euch zerschmettern! Das macht ihr live! Das machen wir live! Um Kuhlandspunkte zu sammeln. Du bist gefeuert!
Ne? Ich sehe das. Ohne Worte. Aber dein Stil war ja nicht so gut. Sie brechen auch vom Limbus aus durch. Wo seid ihr, Leute?
seid ihr? Graffiti. Es hält sie fern. Gute Arbeit, Cat. Hey, hier drüben, Sägenfreak. Klinge. Cat, bist du da? Versteck dich, hörst du? Ich muss sie als Erster erreichen. Thank you.
jemand hören. Scheiße, der Ort wimmelt ja. Ich hoffe, Cat geht es gut. Ja, ne, klar. Ich hab's nicht gebraucht. Hey, aber nur noch ein paar. Was war das? Weswegen grinst du so? Cat! Cat! Ich bin hier. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Wo ist Virgil? Keine Ahnung. Er ist vermutlich im Serverraum, dem Octagon. Aber er könnte im Limbus gefangen sein. Wie kommen wir zu ihm? Keine Ahnung. Ich sitze hier fest. Kann ich vom Limbus aus helfen, dich zu befreien? Denk nach! Ja, es könnte einen Weg geben. Ich werde dich führen. Thank you.
Oh je. Ja. Okay, alles klar. Okay, alles klar.